Hallo Freunde, hallo YouTube, ihr seid wieder bei Rillo. Ja, herzlich willkommen. Wir machen hier wieder weiter mit Diablo. Ich will vorweg mal sagen, dass ich bin jetzt hier nicht genau an der Stelle, wo ich beim letzten Video aufgehört habe. Allerdings war das hier bloß noch ein kleines Stück von diesem riesigen Gebiet hier, was dann noch erkundet werden muss. Also viel verpasst habt ihr da jetzt nicht. Dann muss ich noch anmerken, ich konnte jetzt lange nicht aufnehmen, weil meine alte PlayStation 3 der Meinung war, sie will nicht mehr. Ja, deswegen waren noch meine ganzen Spielstände weg. Ich musste erstmal wieder bis hierher spielen, also es kann sein, dass der Kämpfer jetzt ein bisschen anders aussieht, beziehungsweise ein paar andere Items hat. Aber das ist nicht so schlimm, wir machen hier ungefähr an derselben Stelle weiter. Ich bin auch ja, auf Level 7, das war ich ja beim letzten Video auch schon. Von daher ist ja jetzt hier auch nicht viel anders. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wir sind hier bei der Kathedrale jetzt und werden mal schauen, wie es hier weitergeht. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest. Das war noch ein Grund dafür, dass ich halt nicht großartig aufnehmen konnte. Hätte ich ja eh nicht gekonnt, weil die PlayStation kaputt ist, aber halt auch wegen dem Weihnachtsfest. Ich bin ja in der Gastronomie tätig und da ist ja Weihnachten und so immer mit sehr viel mehr Arbeit verbunden. Und daher hatte ich da auch nicht so viel Zeit. Aber ich freue mich jetzt wieder ein paar Videos aufnehmen zu können und ja, deswegen tun wir das jetzt. Ich muss dazu sagen, ich habe diese Ecke hier habe ich mit mein Bruder mal im Koop schon mal gespielt. Also die kenne ich schon einigermaßen, sagen wir es mal so. Also es ist einmal gewesen, es ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Viel wissen werde ich hier wahrscheinlich nicht mehr. Aber was machen wir, was haben wir jetzt erhalten? Magie und Gold von Bums. Ja, auf jeden Fall sehe ich jetzt hier auch ein bisschen mehr durch. Bruder hat mir nämlich den Tipp gegeben, dass man sich bei den Händlern hier nicht großartig was kaufen sollte. Wir haben jetzt, wenn wir das hier alles erledigt haben, eine andere Möglichkeit, an gute Waffen zu kommen. Dazu kommen wir dann aber dann später. Ja, hier gibt es schon wieder 1000 Eingänge. Nach Leoriks Ernennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha, die Nachfrage in der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens bis abends. Selbst meine Träume sind voller Erde. Naja, nur gut. Wir haben jetzt hier drei Eingänge. Ich werde jetzt einfach mal diesen hier benutzen. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Wir gucken ja sowieso überall rein, von daher. Entweihte Krypta. Ui. Ich glaube, hier geht's dann auch schon weiter. Ist das andere auch entweihte Krypta? Ich weiß es nicht. Oh, was ist denn? Oh, halt. Ah, ja, hier. Ja, er will sich veräppeln. Oh schön, wir haben ein paar neue Gegenstände bekommen. Einen sehe ich gerade, der kann uns da ein bisschen was bisschen verbessern. Oh ja. Neue Waffe. Was ist das? Wurfspieß oder was heißt das? Wurfspieß, ja. Nee, das ist unsere Axt besser. Aber wir können die vielleicht. Ne, auf rechts nehmen können wir die leider nicht. Aber doch hier, das Spiel. Ach doch. Wurfspieß. Ausprobieren. Ein magischer Speer. Ah ja.
Okay. Also ich würde eigentlich ganz gerne noch mal ganz kurz in diese anderen Eingänge schauen, ob das da der gleiche Weg ist oder ob wir da wieder so eine Art ja, kleinen Keller haben oder so. Ah, habe ich hier natürlich völlig falsch. Ja, wie ich vorhin schon sagte, ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest, wurdet reich beschenkt, musstet nicht arbeiten. Reinschauen. In beide Krypta. Ja gut, ist wahrscheinlich mehrere Eingänge für einen und denselben Dungeon. Wir gucken jetzt hier einfach mal weiter. Ja, was natürlich richtig blöd ist, dass, wie gesagt, meine ganzen Spielstände weg sind. Das ist, ich hatte mir ja die ganze Zeit immer schon gesagt, Mensch, speichere den ganzen Krempel mal online ab. Das wäre vielleicht auch sinnvoll gewesen, hab's aber dann doch nicht gemacht. Jetzt im Nachhinein sage ich mir, hätte es mal gemacht. Ja, jetzt musste ich natürlich erst wieder dahin spielen zu diesen ganzen Orten, auch von meinen anderen Projekten, von Arcania und Risen. Wobei Risen erstmal auf Eis gelegt ist. Also Gothic 4 werde ich noch weitermachen. Das macht mir schon noch Laune. Wobei Diablo mir jetzt Zeit auch am meisten Spaß macht. Abgesehen von GTA. Viele neue Monstertypen. Ja, bei GTA ist das einzige, wo ich jetzt noch nicht wieder an dem Punkt bin, wo ich aufgehört habe mit dem Aufnehmen. Aber auch das wird weitergehen, definitiv. Ich muss da wohl halt erstmal hinspielen. Was mich eigentlich am meisten stört, ist, dass meine Dark Souls Speicherstände weg sind. Weil das war ja mal eben gut 400 Stunden Spielzeit. Weil muss von abgesehen von den Spielstand, wo ich die aufgenommen habe, hatte ich ja noch andere Spielstände, wo ich gezockt hatte. Und ja, wir sind die überhaupt gespielt. Nee, doch noch nicht. Alles. Irgendwas haben wir bekommen. Egal, scheint nichts Schlechtes zu sein. Ja, Dark Souls, die Spielstände sind weg. Das ist sehr ärgerlich. Unter anderem halt auch der, wo ich aufgenommen habe, was ja so für mich so der beste Spielstand war. Da war ich ja gut auf dem Weg zur Platinum-Trophäe. Ich hatte euch da ja versprochen, dass ich da noch ein paar Videos reinschiebe, aber das werde ich jetzt nicht mehr auf die Reihe bekommen. Ja, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich spiele ja trotzdem noch und ja, mal gucken. Eventuell kann ich ja dann doch noch mal ein paar Sachen hinterher schieben. Gerade auch was jetzt Bosswaffen angeht und so. Aber naja, mal schauen. Okay. Was ich sehr cool fand, ist hier. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass ich hier mit meinem Bruder schon mal gespielt hatte. Es hat mega Spaß gemacht. Also lustigerweise seine Freundin spielt das halt auch und da haben wir dann hier zu dritt sind wir hier ein bisschen durchgegangen. Und also es hat schon echt Bock gemacht. Das macht schon Spaß. Überhaupt so dieses ganze Online-Spielen, das ist auch bei Dark Souls macht das richtig viel Spaß. Bei GTA wollte ich es noch ausprobieren. Den Online-Modus habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Jetzt im Januar werden auch wieder regelmäßiger Videos kommen, da werde ich ein bisschen mehr Zeit haben, da bei uns das Ganze zu los ist. Aber zur Zeit war es halt ein bisschen schwierig. Ja, Online-Modus, also den habe ich ja so, ich habe nie online gespielt vorher, den habe ich durch Dark Souls ein bisschen entdeckt.
Hat mir richtig, bei dem Spiel schon richtig viel Spaß gemacht und das macht ja auch. Sowieso mit Leuten, die man kennt, sich hier so ein bisschen durchmetzeln, das ist schon. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr hier diese Fähigkeiten einsetzen. Das ist ganz sinnvoll. Bereit, ja, ich bin Quatsch hier. Doch nicht bereit. Aber Diablo habe ich so ein bisschen für mich entdeckt. Ich habe ja vorher noch nie einen Teil gespielt. Aber das hier, es macht schon Laune. Und wie immer, also wie gesagt, ich sagte ja schon, ich spiele das hier zum ersten Mal. Wenn ihr Tipps habt, irgendwelche Ratschläge, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin da absolut gespannt. Stirb. Ich bin für alles dankbar, was mir hier irgendwie weiterhilft. Ah, jetzt hau ich wieder nicht. Geisterhafter Mörder. Stecken deine Messer hier. Ja, es macht mir sehr viel Spaß. Die Art Spiele habe ich ja schon öfter mal gespielt. Ja gut, was heißt öfter mal? Ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre, das nicht. Aber so Baldur's Gate habe ich gezockt. The Dark Alliance auf PlayStation 2. Zum Beispiel und wie heißt das andere Spiel noch hier? Champions of Norad, glaube ich, heißt das. Auch nicht schlecht. Aber das ist lange nicht lange kein Diablo. Also es ist schon. Macht mir schon Spaß hier. Viel Ahnung habe ich davon nicht, aber das hier, hat mir von Anfang an schon sehr viel Spaß gemacht. Oh, was war denn das? So, ja, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob wir jetzt überhaupt richtig sind. Wir sollen ja diesen Skelettkönig sollen wir ja plätten. Dafür müssen wir hier irgendeine Krone finden, glaube ich. Dies ist wohl nicht die Krypta, in der sich die Krone befindet. Ah, okay. Die Suche geht weiter. Ah ja, das macht ja nichts. Ne? Man kann ja hier trotzdem ein bisschen rumgucken. Ich glaube, ich bin nicht so ganz zufrieden mit meinem Speer. Aber ich. Das habe ich auch nicht versucht. Aber wie gesagt, wenn wir hier den König hier erledigt haben, dann haben wir die Möglichkeit, uns selber bessere Waffen herzustellen. Soweit war ich ja auch schon, als ich mit meinem Bruder gespielt habe. Aber dann war ja, wie gesagt, mein Spielstand leider weg. Ich hatte ja bei den ersten Videos, die ich aufgenommen habe, glaube ich, sogar ein paar von diesen farbig unterlegten Waffen verkauft, was reichlich dämlich ist, weil wir das nämlich brauchen. Um wie gesagt uns halt dann bessere Waffen herzustellen. Ich habe auch im letzten Video, total lustig, ich habe doch bei diesem Händler geguckt und dachte immer, was da neu ist, da steht immer Minus und hier und da, was ja totaler Blödsinn ist.
Aber seht's mir nach, ich habe das, ich konnte das hier nicht so richtig erkennen auf dem Fernseher. Auch so, das ist die Schriften sind teilweise echt klein. Ja, Gold ist immer gut. So, ich sehe gerade, wir machen jetzt hier mal einen kleinen Cut und machen dann gleich im nächsten Video weiter und schauen mal, dass wir die Krone finden, um den Skelettkönig da einen auswischen zu können. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich.